Und somit herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen-Let's Player. Oder auch herzlich willkommen bei Stiftung Modtest, ihr unabhängiges Magazin für den Landwirtschaftssimulator. Es dauert nur noch etwas, bis ich das Patent da drauf habe. Deswegen bleiben wir bei Mod-Vorstellung beim Landwirtschaftssimulator 2013. Wir gucken uns heute den Hühlermann XL130 an. Genau, den Hühlermann. Der Hühlermann XL330 White New Wheels, also hat neue Reifen. White of this model is in Resten, which makes it is Romy Rolico. My English is not so good. Thank you. Auf jeden Fall kostet er 150.000, da kann man für 75.000 verkaufen. Finde ich klasse. Wir haben jetzt hier das gute Stück und wir sind auch mal wieder in der Nacht. Natürlich. Kommen wir mal zur Textur. Ein Schmaus für die Augen, würde ich mal sagen. Also solche scharfen Texturen hab ich bis jetzt eigentlich selten bis überhin gar nicht gesehen. Wir haben hier hinten alles in Ordnung. Wir haben hier die Reifen. Das sind Reifen Zusatzgewichte. Danke. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, hier vorne, oh, Hühlermann, das kann man 1A erkennen. Ich erkenne hier so gut wie keine Pixel. Um genau zu sein, ich sehe eigentlich, naja, doch hier, wenn man so ganz genau hinguckt. Das spiegelt sich ohne Größe wieder, der ist ein bisschen groß. Ich glaube 13, 14 Megabyte oder so. Aber vollkommen egal, dafür sind die Texturen scharf. Steigen wir mal ein, das gleiche spiegelt sich im Innenraum wieder. Habt ihr schon mal so eine Armatur gesehen? Ja, also wirklich sehr, sehr nice. Ich esse so gut wie gar keine Pixel gar nicht, denn also die Textur ist hier geil. Oder ist geil, sagen wir mal so. Rundumleuchte funktioniert. Über Position 1, Standard, sie geht. Mit F machen wir das Vorderlicht an, mit F das hintere Licht. Also Standard vergeben, leucht auch. Mit der Taste U können wir das Allrad an bzw. ausschalten, ich lasse es jetzt mal an. Und mit der Numpad 0 können wir die sogenannte Rückfahrtkamera sehen. Um das Ganze mal kurz zu testen, es funktioniert auch, also es läuft in dem Sinne mit. Mit der Taste U können wir das auch wieder schließen. Ansonsten Lichtskript verbaut. Da finde ich es bloß gerade ein bisschen komisch. Komisch in dem Sinne. Die Blinker sind hier oben, das ist in Ordnung. Die sehen ein bisschen komisch aus. Also jedenfalls das Leuchten der Animation. Sieht halt ein bisschen. Weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Kann man ja ruhig mal so sagen. So, fürs Licht werden die untersten hier verwendet. Und ja, wie gesagt, für die Blinker hier. Funktioniert natürlich auch links, rechts. Geht das automatisch aus. Nee, das geht noch nicht automatisch aus. Okay. Gut, in dem Sinne, gehen wir erstmal Gas, um zu gucken, ob da auch alles dran passt. Dann fahren wir noch schnell ein Ründchen und dann werden wir auch schon fertig. Ja, bei meinen Dings, bei meinen letzten habe ich vergessen, dass hier bei den JD hätte ich beinahe gesagt. Na klar, bei den John Deere habe ich vergessen, das hier vorne so ein bisschen näher zu zeigen. Hier hängt es aber richtig dran. Und ja, Össi, bist schlau bist du. Kann man das überhaupt hinten dranhängen? Keine Ahnung, hab ich im Privatspiel noch nie so versucht, aber klar, was vorne dran geht, muss hinten dran gehen. So, hängt also auch alles richtig. Sehr schön. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal den obligatorischen Fahrtest. Wie viel kmh upsala erfahren muss, weiß ich nicht. Rückwärtslichter gibt es auch, hat ja doch was gebracht gerade so ran, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Beschleunigung ist in Ordnung, Körperhalten ist in Ordnung. Er fährt 38 40, ja, 40 kmh fährt er, ja, 42 45, ja, sagen wir mal 50, ja, 50 kmh fährt er Maximum. Vorverhalten ist gut, kommt über Bordsteinkanten drüber, wie ihr hier seht. Nochmal hier für die ganz harten Kritiker, läuft die Rückwärtsbordkamera. Ja, ohne Probleme. Warte mal, spiegel erstmal wieder hier ein. Spiegel erstmal wieder hier ein, sehr schön. Also läuft das alles. So, den Lock zeige ich euch jetzt noch und... Ja, was haben wir denn da? Wird geladen, das ist geladen, aber... Ja, nö. Sieht eigentlich fehlerfrei aus, meines Erachtens nach. So, hab's nochmal 5 Sekunden. Ja, macht hin. 5, 4, 3, 2, Feierabend. Gut, wollt ihr euch den Mod downloaden? Link in der Download-Beschreibung, in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, lang. Beim Modder bedanken und so weiter und so fort. Ihr kennt die ganze
ja, ganze Pop-Tortur. Ne? In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.